Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich wieder eure Fragen beantworten und da das Wetter so schön ist, habe ich mir gedacht, ich mache das heute mal draußen. Und dann fangen wir direkt an mit den Fragen. Die erste Frage ist von Matstier Studio. Fände es extrem cool, wenn du mal Videos zum Löten machst, eventuell auch SMD-Löten. PS, schaue fast alle deine Videos, finde dich echt sympathisch und deine Videos sind top. Erstmal vielen Dank. Und ja, das mit dem SMD-Löten ist eine gute Idee und das nehme ich jetzt direkt einfach mal in meine Liste mit auf. Dann, Sumitscher 2000 fragt, ich habe mal eine Frage zu einem Selbstbaudrucker. Kann ich zwei Heatbeds dicht nebeneinander legen und eine größere Druckfläche bekommen, zum Beispiel 30 x 60 cm? Und wie müsste ich beide Heatbeds regeln für eine gleichmäßige Temperatur? Vielen Dank im Voraus. Also zwei Heatbeds nebeneinander, das würde ich erstmal nicht empfehlen. Zumindest nicht ohne Vorkehrungen zu treffen. Was ich anbieten würde, aber das Problem ist, wenn du zwei Heatbeds hast und die sind nicht exakt eben, was schwer ist, das bei zwei Heatbeds hinzubekommen, dann werden deine Druckergebnisse nicht mehr so gut. Also würde ich dir einfach empfehlen, vielleicht zwei Heatbeds nebeneinander zu schließen und dann oben drüber nochmal eine 3 mm Aluminiumplatte zum Beispiel zu machen, die einfach das Druckbett an sich wieder um einiges ebener macht. Und dann einfach ganz normal in jedes Heatbed einen Temperatursensor reinmachen und jedes Heatbed einzeln ansteuern. Entweder über eine Temperatursteuerung, wie ich es bei meinem Arnett 3D-Drucker gemacht habe, oder eben über direkt die Hauptplatine, dann müsstest du aber gucken, ob du da zwei Heatbeds mit betreiben kannst, was in der Regel aber nicht der Fall ist. Also da würde ich dann vielleicht sogar zwei solche Temperaturregelungsgeräte verwenden. Dann Daniel T. fragt, hallo Henrik, schaffst du mit dem RF100 und Cura Bauteil in Größe 10 x 10 cm? Und wenn ja, wie hast du Cura eingestellt? Bei mir wird der Würfel immer gerade dargestellt und laut Cura ist maximal 81 x 81 x 99 mm möglich. Habe alles so eingestellt wie beschrieben. Die Einstellung der Druckkopfgröße für Mehrfachdruck wäre auch interessant. Also erstmal zu den 10 x 10 cm. Der RF100 ist generell in der Lage, 120 x 120 x 99 mm zu drucken. Das ist bloß in Cura so voreingestellt, weil das Druckbett, also würde man bei dem RF100 bis zum Druckbettrand drucken, dann würde man 120 x 120 mm hinbekommen. Und genau das habe ich einfach eingestellt. Und dann muss man die Bauteile halt ein bisschen mittiger platzieren, dass der Endschalter von der X- und Y-Achse nicht immer angetriggert wird. Und ansonsten funktioniert es. Denn wenn du wirklich mal nachmessst und von der Homing-Position den Druckkopf einfach mal nach rechts und nach vorne bewegst, dann wirst du feststellen, dass potenziell 120 x 120 mm möglich sind. Und ja, genau das habe ich getan. Das mit der Einstellung für Mehrfachdruck, da weiß ich jetzt nicht, wie das gemeint ist, weil ja der RF100 nicht Dual Extrusion hat. Oder erklär mir vielleicht einfach, was du mit Mehrfachdruck meinst. Christian H. fragt, hey, ich habe eine Frage zu Filamenten. Ich habe PET von zwei verschiedenen Marken. Eine von Inofil funktioniert wunderbar bei 210 Grad und 105% Flow. Das zweite von ICE ist aber bei solchen Werten sehr instabil und brüchig und deshalb drucke ich mit 220 Grad über 120% Flow. Allerdings treten immer wieder kleine Blasen oder ähnliches in den Schichten auf, welches dann die Oberfläche ruiniert. Was mache ich da falsch? Mit PET kenne ich mich generell eigentlich nicht aus, weil ich das noch nicht verwendet habe. Generell, wenn Blasen in dem Filament drinnen sind, ist das allerdings schlecht und könnte von einer zu hohen Drucktemperatur zeugen. Deswegen würde ich versuchen, die Drucktemperatur wieder ein bisschen runterzusetzen, vielleicht auch mal auf die Angaben vom Hersteller gucken, was er empfiehlt oder in welchem Temperaturbereich man PET drucken kann und da dann einfach nochmal niedrigere Werte nehmen. Aber diese Blasen, die entstehen, die kommen auf jeden Fall von zu hoher Temperatur. Dann Felix Engemann fragt, ich habe einen Prusa i3 und der reagiert nicht mehr auf meine Befehle. Er behauptet, das Heizbett aufheizen, es ist aber nach einer Stunde immer noch kalt. Das kann davon kommen, das hatte ich nämlich auch, dass der Sensor im Heizbett entweder kaputt ist oder die Ansteuerung im Heizbett kaputt ist. Das ist jetzt natürlich die Frage, wird dir noch ein realistischer Temperaturwert angezeigt und das Heizbett geht nicht mehr oder funktioniert beides nicht mehr? Wenn dir noch ein realistischer Temperaturwert angezeigt wird, dann ist die Ursache davon, dass dein MOSFET zum Beispiel, der auf der Platine drauf ist, kaputt ist. So war es bei mir. Oder dass, wenn eben die Temperatur auch schon einen Fehler ausgibt, also wenn ihr bei Zimmertemperatur 70 Grad oder so angezeigt kriegt, dann kann das davon kommen, dass der Temperatursensor in dem Heizbett kaputt ist.
Nichtsdestotrotz, was ich gemacht habe, ist, ich habe eine externe Temperatursteuerung genommen und dann eben das Heizbett über die externe Temperatursteuerung laufen lassen. Und du musst dann aber im Cura die Druckbetttemperatur auf 0 Grad stellen und dann startet der Druck, ohne das Heizbett aufzuheizen. Dann R4TB. Hey, erstmal virtuelle Blumen an dich. Frage, wie gut ist dann das Verhältnis zwischen Drucker und Einstellungen? Also kann man einen günstigen so einstellen, dass er einen teuren schlagen kann? Vielen Dank. Es kommt ganz stark darauf an. Zum Beispiel habe ich mit meinem Delta-Drucker extrem gute Ergebnisse erzielt. Ich erziele jetzt auch mit dem RF100 und dem Arnet ziemlich gute Ergebnisse. Der Arnet ist momentan allerdings wieder im Umbau, weil ich da noch ein paar Veränderungen vornehmen möchte, dass ich da wirklich 3D-drucken und fräsen kann. Es ist eigentlich alles Einstellungssache. Klar ist bei manchen hochwertigeren Druckern die Mechanik einfach um einiges besser. Also der Ultimaker ist da ein gutes Beispiel dafür oder auch der EF2000 von Konrad. Da habt ihr einfach Komponenten, die könnt ihr in einem Billigdrucker nicht bekommen und die setzen quasi das i-Tüpfelchen drauf. Aber es ist so, dass ihr mit einem billigen Drucker schon wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen könnt. Und ich sag mal, wenn ihr einen guten Drucker super einstellt und einen billigen Drucker super einstellt, dann wird der gute Drucker den billigen Drucker schlagen. Wenn ihr jetzt allerdings einen billigen Drucker sehr gut einstellt und einen guten Drucker sehr schlecht einstellt, dann ist klar, dass dann der billige Drucker den guten schlägt. Also es ist eigentlich zu 90% Einstellungssache und die 10%, die sind dann eben die Mechanik. Und je besser die Mechanik einfach ist, umso besser sind auch die Druckergebnisse und da kommt ein billiger Drucker dann einfach nicht dran. Das heißt aber nicht, dass ihr mit einem billigen Drucker nicht nutzbare Ergebnisse erzielen könnt. Dann Cheese DHH fragt: Hi, könntest du mal einen alten Aufsitzmäher mit Pocketbike-Motoren oder E-Motoren ausstatten und dann damit rumfahren? PS, ich hätte einen. Ja, das ist eine echt coole Idee, die mir schon wieder echt Spaß machen würde, aber das Budget ist einfach nicht da und der Nutzen eigentlich auch nicht, weil ich habe einen kleinen Garten und da macht ein Aufsitzmäher eigentlich fast keinen Sinn. Deswegen, wenn ich irgendwann mal einen großen Garten habe, wo ich das dann auch nutzen kann, dann mache ich das natürlich gerne, aber ich habe einfach nicht die Fläche, so einen Aufsitzmäher benutzen zu können. Dann Frank H. fragt: Hi, ich wollte mal wissen, wie du mit den IGUS-Gleitführungen vom Arnet A2 Umbau zufrieden bist. Ich plane zurzeit, meinen Arnet A6 stark umzubauen und vor allem die Genauigkeit der Führungen zu verbessern. Danke schon mal im Voraus und großes Lob für die tollen Videos. Erstmal vielen Dank. Und ja, mit den Führungen von IGUS bin ich extrem zufrieden. Wie bereits erwähnt, ich kann schon gar nicht mehr richtig in die Kamera gucken, weil die Sonne so blendet. Ich bin sehr zufrieden mit den Führungen. Ich baue eben den Arnet A2 momentan extrem nochmal um, zum Beispiel auf Trapezgewindestangen, um die Möglichkeit zu schaffen, um die Grundlage zu schaffen, damit auch fräsen zu können. Aber an sich ist ein Umbau der Führungen wirklich eine gute Investition, die die Druckergebnisse bei mir zumindest stark positiv beeinflusst hat. Dann Dome fragt: Hi Henrik, was auch cool wäre, wenn du mal was zu dem Thema FHEM machen würdest. Da bin ich selbst auch am Machen und Walten. Alles, was mit dem Pi und dem Arduino zu tun hat, ist cool. Beim Arduino würde ich mich auch sehr interessieren, mal einen Stepper-Motor zu steuern. Gruß Dome. Ich weiß jetzt nicht, was FHEM ist, aber wenn du dich generell für Arduino und Raspberry Pi interessierst, das wird alles noch im Elektro-Grundkurs drankommen. Aber wenn du jetzt eine spezielle Frage hast und mir erklärst, was FHEM ist, dann kann ich da auch genauer drauf eingehen. Aber wie gesagt, Arduino und Raspberry Pi, das kommt auch in dem Elektro-Grundkurs nochmal dran. Niklas Betz fragt: Für was brauche ich einen MOSFET in einem 3D-Drucker? Der MOSFET im 3D-Drucker ist eigentlich da, die große Leistung zu schalten, die das Heizbett aufnimmt. Also das ist praktisch nichts anderes. Also ein MOSFET könnte man ähnlich setzen mit einem Transistor, könnte man ähnlich setzen mit einem Relais. Ist nicht das Gleiche, das sage ich auch nicht, aber für einen, der nicht weiß, was ein MOSFET ist, ist es vielleicht leicht zu verstehen, dass das eigentlich sowas wie ein Schalter ist, der aber ganz viele verschiedene Werte annehmen kann. Also mit einem MOSFET kann ich relativ genau Leistung schalten, und zwar so, wie ich sie brauche, zum Beispiel um das Heizbett zu heizen. Die andere Variante, die ich hier zu Hause habe, ist das mit einem Relais zu machen, aber ein MOSFET kann das einfach um einiges besser und ist verschleißfrei. Also es ist ein elektronischer Schalter, ganz rudimentär gesagt. Und den brauchst du eben, um das Heizbett anzusteuern. Dann Red Fat Cat fragt: Hast du schon mal dran gedacht, Projekte mit relativ einfachen SPS, wie zum Beispiel Siemens Logo, anzusteuern? Ich würde mich über ein Video zu dem Thema freuen, wenn es in deinem Budget liegt.
Ja, ich kann S7 und Logo programmieren, das ist auch gar kein Problem. Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass ich für eine Logo um die 150 Euro ausgeben muss und für das Logo-Softprogramm nochmal einen ordentlichen Batzen Geld ausgeben muss und ich viele einfache Automatisierungsaufgaben, die die Logo auch übernimmt, fast genauso gut mit einem Arduino oder einem Raspberry Pi realisieren kann. Bei mir ist es jetzt halt eher der Arduino. Ich kann das Thema mit der Logo mal aufnehmen, wenn ich mal dazu komme, eine günstige zu erhaschen, aber ich glaube, dass viele dann doch auf den Raspberry Pi oder den Arduino zurückgreifen, weil das einfach eine um einiges kostengünstigere Alternative ist. Und wenn man das Programmieren mit einem Arduino einmal raus hat, dann kann man echt extrem viel von dem, was eine Logo auch kann, mit einem Raspberry Pi oder einem Arduino realisieren. Dann der Idiot von gegenüber fragt, fährst du noch viel mit dem Longboard? Aktuell nein, weil das Longboard auch momentan dabei ist, umgebaut zu werden und ich Probleme hatte, das Ritzel hinten die richtige Größe zu finden, weil der Motor momentan noch zu schwach ist. Ich habe mir das aber schon auf meine Liste geschrieben und werde da eben in den nächsten Wochen auch nochmal ein Video zu machen, was ich jetzt mit dem elektrischen Longboard noch vorhab. Aber mein Ziel wäre es schon, es zu schaffen, mit dem Longboard dann wirklich mal effektiv fahren zu können, ja. Aber es ist so ein kleines Projekt, was sich ein bisschen zieht, blöderweise. Dann Niki Hügenberg sagt, bau GoPro-Zubehör. Mache ich. Dann Janometer fragt, hey, könntest du mal diese ganzen englischen Fachbegriffe in einer Liste zusammenfassen, die man zum Tunen des 3D-Druckers braucht? Erläuterungen wären da noch super, wie zum Beispiel Offset ist für den Abstand von und so weiter. Das wäre top. Ansonsten viel Erfolg bei deinen anstehenden Prüfungen. Grüße. Ja, kann ich versuchen zu machen. Allerdings greife ich diese Themen immer auch in meinen Videos auf. Also zum Beispiel im Autobed Leveling Video greife ich auf, was das Offset zum Beispiel ist. Und ich kann aber gucken, dass ich da ein kleines Geheft mache, auf jeden Fall. Ja, das werde ich versuchen. Das notiere ich mir dann auch und werde ich gucken, dass ich das in nächster Zeit zusammenschreibe. Das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Dann Paul fragt, kannst du vielleicht mal einen Kühlschrank mit Peltier-Elementen möglichst kostengünstig bauen? Und das habe ich schon gemacht letztes Jahr. Das ist das Projekt elektronische Kühlbox selber bauen. Das werde ich auch in Zukunft nochmal aufgreifen, weil ich das noch ein bisschen erweitern möchte. Das Video dazu verlinke ich dir aber unten in der Videobeschreibung. Ja, und das war's auch schon mit den ganzen Fragen. Morgen kommt der Fragensammler für nächste Woche. Und ich muss jetzt gucken, der Fragensammler kommt jetzt entweder jede Woche oder alle 2 Wochen, genauso wie die Elektro-Grundkurs-Videos. Da bin ich momentan ein bisschen am Tüfteln, wie ich da das Konzept ein bisschen verbessern kann, weil ich einfach merke, dass wenn ich jeden Montag und jeden Mittwoch ein Video hochlade, mir kaum noch Zeit bleibt, das Projekt am Freitag umzusetzen. Und mir ist das Projekt am Freitag ein bisschen wichtiger. Deswegen werde ich eben versuchen, vielleicht jeden Montag ein Elektro-Grundkurs-Video zu machen an einem Montag und den Montag drauf dann den Fragensammler, also dass sich alles im 2-Wochen-Zeitraum bewegt, einfach um mehr Platz und Zeit für die Freitagsprojekte zu schaffen, weil die ja immer sehr, sehr zeitintensiv sind. Ja, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir die sehr gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen offen habt, die könnt ihr mir dann morgen wieder unter den Fragensammler schicken, der eben dann online geht und morgen halte ich euch dann auch noch mal ein bisschen auf dem Laufenden, was bei mir momentan wieder so am Start ist. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Feiertagsstart und also für alle, die morgen dann den Feiertag haben, ist einen guten Start in den Feiertag und wer den Brückentag hat, dann eben ein wunderschönes, langes, angenehmes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao und bis dann.